Ich glaube schon, dass Deutschland sich im Verfall befindet. Dieses Interview war eine echte Sensation. In diesem Interview ist Dieter Nuhr sehr offen und spricht hart die Wahrheit über die aktuelle Situation in Deutschland. Du wirst sehr schockiert sein. Lass uns die erste Szene anschauen. Auf einer Bühne mit dem Philosophen Peter Sloterdijk. Und da ging es vor allem um das große Thema Klima. Und Habeck hat auch seine Motivation erklärt. Wir können da mal in ein Video reinhören, beziehungsweise die Tonspur hören. Erde. Das heißt also, warum schützen wir das Klima? Nicht um das Klima zu schützen, sondern um Menschen zu schützen, um Freiheit zu schützen, um ein Leben in Freiheit und Würde möglich zu machen. Und insofern, ja, haben Sie recht, rein sprachlich lenkt der Begriff Klimaschutz oder Klimawandel ab. Es geht um einen Kulturwandel, es geht um Freiheitsschutz, es geht um Menschen und Menschheitsschutz. Und wenn man sagt, das interessiert mich nicht, ist mir doch egal, wie viele Menschen verhungern, keinen Wasserzugang haben, ertrinken oder wie viele Kriege geführt werden, Flüchtlinge produzieren, was aus denen wird. Nur wenn man das sich zu eigen macht, dann hat man kein Problem. Solange man irgendwie als empathisches Wesen und auch im wohlverstandenen Eigeninteresse sagt, das ist keine gute Welt, auf die wir dazulaufen, hat man einen Handelsauftrag. Das heißt, wenn ich es mal platt übersetzen darf, wer nicht beim Klimaschutz mitzieht, ist ein Menschenfeind. Und es gibt eigentlich auch gar keine Alternative, abseits zu stehen von den Plänen der Grünen in diesem Falle. Erklärt das so ein bisschen das Ultimative, was man manchmal in der Politik merkt? Naja, so hat er es ja nicht gesagt. Ich glaube, dass das eigentlich eine Äußerung war, die mich jetzt nicht irgendwie schaudern lässt oder so, das Klimaschutz oder das sich mit dem Klimawandel zu beschäftigen und sich zu fragen, was können wir tun, halte ich angesichts der Lage, was die Klimaerwärmung angeht, auch für angebracht. Die Frage ist halt, inwieweit er da nationale Möglichkeiten überschätzt, inwieweit er da seine eigene Politik sozusagen meint mit dem übergeordneten Ziel. Das weiß ich nicht genau. Das hat er in dieser Sequenz gar nicht gesagt. Grundsätzlich halte ich es für richtig, sich mit Klimawandel auseinanderzusetzen. Die Grünen haben keine Einwände mehr gegen die Stationierung amerikanischer Atomwaffen in ihrem Land, haben aber die Schließung aller Kernkraftwerke erreicht. Die Kernenergie ist nicht nur eine der umweltfreundlichsten, viel besser als Kohle- und sogar Gaskraftwerke, sondern auch in einer Krise ist die Regierung gezwungen, den von französischen Atomkraftwerken erzeugten Strom zu beschaffen. Ja, seit der Parteigründung hat es BE den Grünen keine Gehirne mehr gegeben. Heute ist die Partei eher besorgt über Minderheitsrechte, grüne Energie, Klimaerwärmung, die nichts mit dem wirklichen Leben, dem Umweltschutz oder den alltäglichen Sorgen der gewöhnlichen Menschen zu tun haben. Die Umweltagenda ist längst nur noch ein Mittel des politischen Kampfes geworden. Wir schauen weiter an. Ja, diesen ultimativen Ton höre ich in der Politik öfter. Aber in der Klimabewegung hat er quasi religiösen Charakter eingenommen. Das ist richtig. Und mir stellt es auch die Armhaare hoch, wenn ich das höre, so ein bisschen. Ich habe da meine Probleme mit. Da grundsätzlich, ob man jetzt so eine Äußerung von Habeck skandalisieren muss, weiß ich nicht. Ich glaube, dass die Grundhaltung der Grünen im Moment ist, wir haben doch die Wahrheit, warum hört niemand auf uns? Und dass sie jetzt plötzlich vor der Situation stehen, dass niemand mehr mitgehen möchte, dass sie das Gegenteil von dem erreichen, was sie wollten, nämlich die Leute mitzunehmen und dass man ohne die Leute auch bei dem Problem des Klimawandels nicht weiterkommen wird. Ist Klimaschutz das Glaubensbekenntnis des 21. Jahrhunderts? Natürlich trägt das religiöse Erlöserzüge. Das ist ein typisch deutsches Phänomen, meine ich. Wir Deutsche sind immer noch Romantiker. Und wenn ich in Spanien bin, und dann frage ich mich natürlich, warum ist in Spanien nicht auf jedem Haus Solar zum Beispiel? Da lohnt sich das wirklich. Da macht man das drauf, dann ist man stromtechnisch autark und man fragt sich, wieso machen die das nicht öfter? Während bei uns viele verschattete Häuser in regnerischen Gebieten vielleicht das Geld wäre in Spanien besser investiert als bei uns. Und da frage ich mich, warum nicht mehr daran gearbeitet wird, international die Berechtigung zum Ausstoß von CO2 zu verschieben durch Zertifikate und so weiter und so fort. Das heißt, den Markt zu fragen, wie das funktionieren kann und nicht die Grünen
die grünen Funktionäre. Das wäre mein Ding. In Spanien ist übrigens der Unterschied auch, in Spanien macht sich keiner Solar aufs Dach, weil er denkt, er muss die Welt retten. Das ist ein typisch deutsches Phänomen. Der Deutsche steht vor seinem Dach und denkt, ich glaube, jetzt habe ich einen maßgeblichen Beitrag zur Rettung der Welt geleistet. Das gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Wir sind immer noch Romantiker. Unter der ganzen Welt machen wir es nicht. Dieses, wir retten erst Deutschland und dann die ganze Welt, ist eine bedenkliche Kontinuität in der deutschen Geschichte. Zu Beginn der Umkehrung zur grünen Energie hat sich Deutschland mit der Masseninstallation von Sonnenkollektoren beschäftigt. In der Praxis haben sie viel weniger Vorteile gebracht, als die Vertreter der Partei versprochen haben. Die IEA warnt davor, dass sich Deutschland in 5 Jahren zu einer riesigen Deponie entwickeln wird, die größtenteils aus Solarzellen besteht. Zu dieser Zeit haben sich mehr als 1 Million Tonnen technischer Müll im Land angesammelt. Sie haben immer noch Angst zuzugeben, dass das Experiment mit erneuerbaren Energien gescheitert ist. Die grüne Energie hat sich als Falle erwiesen, die die Bundesrepublik zu langen Jahren der Krise verurteilt hat. Wahrscheinlich wird niemand in den nächsten Jahren mit abgeschriebenen Panels vor dem Hintergrund anderer, viel drängenderer Probleme beschäftigt sein und Deutschland wird aus dem größten in Europa in die weltweit größte Müllkippe von Solarmodulen umgewandelt und Umwelt zu allem anderen zerstört. Wir gehen zur letzten Szene über, die nicht weniger interessant ist. Ja, es ist, wie gesagt, das ist diplomatisch einfach amateurhaft. Ich glaube auch, dass im Amt, im Auswärtigen Amt selber, die Leute, die Diplomatie gelernt haben, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber deswegen werden ja Experten in diesen Ämtern auch weitgehend entsorgt und durch eigene Leute ersetzt, die nicken. Auch das ein verheerender, das hat verheerende Wirkung und hinterlässt bei mir den Eindruck, dass Deutschland sich außenpolitisch komplett isoliert. Und das Ganze, dass sogar auch das Gegenteil der Ziele erreicht werden, dass niemand mehr unsere Kritik ernst nimmt. Sie haben dankenswerterweise für mein neues Buch Generation Gleichschritt, das Thema haben wir ja gerade angeschnitten, ein Vorwort geschrieben und Sie ziehen da drin auch Bilanz, wie die gesellschaftlichen Ausgrenzungsmechanismen funktionieren. Können Sie erklären, Sie sind ja im Prinzip als etablierter Künstler nicht betroffen. Können Sie erklären, warum es zum Beispiel tabu ist, jemanden nach der Herkunft zu fragen, beispielsweise wenn er eine andere Hautfarbe hat, aber einen Ostdeutschen auf das Ossitum zu reduzieren? Woher kommen diese mentalen Brüche? Das weiß ich nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß überhaupt nicht, es gibt Dinge, die ich wirklich nicht mehr verstehe, grundsätzlich nicht verstehe, weil wenn ich jemanden frage, wo er herkommt, der sagt mir dann Duisburg, dann frage ich nach, vielleicht, oder habe ich früher nachgefragt, ja, ich weiß, aber wo sind denn deine Wurzeln, fragt man heute. Weil man sieht, der ist jetzt nicht blond und blauäugig, sondern sieht einfach dunkel aus und südländisch aus und dann fragt man mal nach. So. Was daran beleidigend ist, verstehe ich grundsätzlich nicht, weil das Ganze beruht auf einem Missverständnis. Die Deutschen haben für Scholz gestimmt und die volle Macht der Grünen erhalten. Robert Habeck verwaltet die Innenpolitik und Annalena Baerbock verwaltet die Außenpolitik. Das heißt, das Land wird de facto von den Grünen regiert, obwohl sie nicht einmal ein Viertel der Stimmen erhalten haben. Sie wurde nie von der Mehrheit unterstützt und sie weiß, dass sie niemals unterstützen wird. Deshalb ist es ihr auch egal, was ihre Bürger tun. Baerbock ist eine junge, unreife Aktivistin geblieben, die nicht einmal versteht, was Diplomatie wirklich ist. Ich habe noch nie gesehen, dass sie versucht hat, die Spannungen im Ukraine-Konflikt zu reduzieren. Es ist wirklich beängstigend, wenn solche ungelernten Menschen ein Land regieren. Was hältst du von Dieter Nuhrs Rede? Schreibe deine Meinung in die Kommentare. Bis bald!